jedes Bild hat auch seine Geschichte. Also es ist nicht so, dass es ein Bild gibt, das ich einfach nur mal, damit ich es mal. Es ist immer ein Hintergrund dazwischen und es ist auch nicht immer leicht. Es gibt viele Auf und Abs. So wie halt im Leben. Da geht die Achterbahn auch nicht immer nur aufwärts, sondern auch oftmals abwärts. Und das ist halt dann, finde ich, wichtig herauszukristallisieren, dass es gut ist. So wie es kommt, so kommt es. Und man sollte einfach das Beste daraus machen, so wie bei einem Bild halt. Das Malen war eigentlich immer schon Teil meines Lebens. Ich glaube, ich habe, seit ich meinen Pinsel halten kann oder irgendwas in den Händen halten konnte, immer wieder irgendwas hingekritzelt, irgendwelche Malereien. Und ich lebe einfach eigentlich alle meine Emotionen aus, wenn ich mal. Also mein Stil ist einfach sehr... Ich würde jetzt sagen, lebensfroh. Es entspricht keinem klassischen, also ich würde es jetzt nicht irgendwo zuordnen können. Ich würde einfach sagen, dass ich so mal, wie ich mag und dass ich einfach versuche, dass es sehr farbenfroh und fröhlich ist. Und beim Malen denke ich immer ganz unterschiedliche Sachen. Manchmal so das Bild, das ich mache, manchmal gar nichts. Manchmal genieße ich es einfach nur so, wie ich abschalten kann und wie ich merke, dass ich an gar nichts denke und dass ich mich vollkommen aufs Bild konzentriere und so alles rundherum so wegfällt. Ja, das Überthema zu dem Bild ist für mich dann halt so ein bisschen gewesen, natürlich Leben. Weil es auch das Erste ist, was mir in den Sinn kommt. Andere werden es anschauen, wenn sie sich denken, aha, was ist das jetzt? Aber für mich hat es halt natürlich jedes Bild eine Bedeutung. Jedes Bild hat eine Geschichte, hat einen Hintergrund. Jedes Bild, ich hatte Schwierigkeiten oder auch nicht. Und ja, so ist halt auch das Leben, finde ich. Es ist nicht immer leicht, es geht bergauf, es geht bergab. Aber wichtig ist halt, dass man sich schön macht und dass man im Nachhinein sagen kann, es war schön und man hat das Beste daraus gemacht. Die Idee zum heutigen Bild ist so eine Impression von einem der schönsten Momenten, eigentlich muss ich sagen. Es war in Panama auf einem Berg, den ich bestiegen habe mit meiner Freundin. Und ich war zugegeben von Anfang an nicht wirklich begeistert von dieser Idee, weil ich wusste, dass das anstrengend sein wird. Das waren so 12 Kilometer auf, weiß ich nicht, ein paar tausend Höhenmetern. Im Dunkeln, also so von 1 in der Früh bis 5, damit man den Sonnenaufgang erwischt. Aber im Nachhinein einfach eines der schönsten Momente, dort oben zu stehen, über ganz Panama zu sehen und sich so irgendwie wirklich on top of the world zu fühlen. Und so den Moment zu genießen und dort so richtig irgendwie das Leben zu spüren. Also die Landschaftsmalerei, vor dem habe ich sowieso Respekt und erachte, das wird sehr schwierig für mich. Aber es macht eigentlich viel Spaß und ich finde es halt in der Malerei so schön, dass man so Neues entdeckt und sieht, was eigentlich alles möglich ist mit ein paar Pinselstrichen. Und dass vieles manchmal schwer erscheint, aber sobald man es mal dann probiert, dann gelingt es auch gut. Natürlich kann man sich jetzt fragen, wieso ich dann überhaupt Landschaftsmalerei mache, wenn es mir nicht so liegt oder ich es nicht mache. Aber ich fand es irgendwie auch jetzt im Zusammenhang mit dem Thema Leben cool, was anderes irgendwie zu machen, weil natürlich Menschen sind Leben und spiegeln Leben wieder, genauso wie Lebewesen. Aber das war halt zum Beispiel ein Moment, wo ich jetzt nicht nur an das Leben als Lebewesen dachte, sondern so das Leben als genießen und so wirklich leben. Also jetzt, wo das Bild fertig ist, ist es natürlich eine ganz große Erinnerung an die Reise, an Panama, an dieses Erlebnis. Und
Ich bin ziemlich froh, dass ich das Motiv gewählt habe. Also es ist schon sehr ein sehr wichtiges Bild für mich jetzt. Ich bin die Marlene, ich bin 19 und ich bin Malerin.